Howdy und willkommen auf der Bahnchange. Mein Name ist Jesse und heute geht es um Zeltheringe oder wie sie im Englischen auch heißen, Tent Stakes. Ich möchte euch in diesem Video mal vorstellen, über welche Arten von Heringen ich auf dem Lager schon so gestoßen bin und möchte euch auch gleichzeitig die Version vorstellen, die ihr quasi umsonst euch selbst bauen könnt mit ein bisschen Geschick und die zudem auch noch extrem authentisch ist, vor allen Dingen dann, wenn ihr einen Soldaten im Feld darstellen wollt. Die modernste Version von denen, die ich jetzt hier habe, ist einfach nur dieser Edelstahlnagel, auf den hier oben eine kleine Querstrebe aufgeschweißt worden ist. Und aufgrund der Machart als Nagel komme ich damit eigentlich in ziemlich jeden Boden rein, wenn es nicht reiner Steinboden ist. Und ich habe auch die Möglichkeit, dass ich hier mit dieser Querlattung richtig universell unterwegs bin. Breite wie auch schmalere Schlaufen kann ich damit relativ gut festhalten. Dann, im Prinzip genauso modern, nur schon ein bisschen verrostet, ist einfach nur ein Zimmermannsnagel, der tatsächlich als Notnagel sozusagen benutzt werden kann, hat mir ein befreundeter Hobbyist mal gezeigt. Funktioniert eigentlich auch relativ gut, ist aber nicht wirklich eben ein entsprechendes Gadget, das man hier benutzen sollte. Der dritte im Bunde ist ein geschmiedeter Stahlhering. Dadurch, dass die in einem schwarzen Metall gehalten sind, sehen die natürlich schon mal ein bisschen authentisch aus. Die gibt es auch in verschiedenen Formen und Größen. Sind natürlich aufgrund ihrer Beschaffenheit prinzipiell schon sehr gut geeignet als authentisches Lageraccessoire. Allerdings war es halt so, dass vor allen Dingen auch die sich auf Kampagne befindlichen Soldaten so wenig unnützes Gewicht mit sich rumtragen wollten, wie irgendwie nur notwendig oder möglich war. Und entsprechend gibt es sogar Berichte darüber, dass sie die Teile liegen gelassen haben und sich an diesen hier gütlich getan haben. Das ist ein aus einem Wurzelstück oder einfach aus einem Stück Ast geschnitzter Hering aus Holz. Hatte damals zwei Vorteile. Zum einen extrem leicht. Zum anderen, überall gab es Holz, wo die meisten Soldaten unterwegs waren, und entsprechend war das Rohmaterial immer verfügbar und sie mussten es nicht mit sich rumtragen. Das heißt, sie haben ihr Zelt aufgeschlagen, haben sich diese Dinger geschnitzt, haben damit ihr Zelt befestigt und sind damit dann glücklich gewesen, haben die Dinger, wenn sie weitergezogen sind, einfach liegen gelassen und am nächsten Lagerplatz nochmal neue geschnitzt. Und wie das jetzt geht und ihr euch euren authentischen Zeltnagel, euren authentischen Tentstake selber bauen könnt, das zeige ich euch jetzt. Alles, was ihr dafür braucht, ist eben ein Stück Baum, wenn ihr so wollt, ein Ast, oder in dem Fall hier habe ich mir ein Stück Wurzel genommen. Das habe ich mir schon auf Länge gebracht und die gibt es natürlich auch in allen Farben und Formen, wie ihr wisst. Sinnvoll ist es tatsächlich, dass ihr schon einen Ast habt, oder zumindest ein Stück eines Astes, das ihr als Ausgangspunkt für eure Verankerung benutzen könnt. Wenn ihr das nicht habt, geht es natürlich auch. Ihr seht jetzt hier, in dem Fall hatte ich hier auch schon einen Ast, der ausgehend war, und habe den als Endpunkt benutzt. Wenn nicht, müsst ihr euch euren Endpunkt eben selber erstmal anschnitzen. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Aber zuerst bauen wir uns hieraus unseren authentischen Holz-Tentstake. Ihr braucht dazu im Prinzip nur ein Messer. Wenn ihr noch ein Beil oder eine Axt habt, ist das natürlich extrem praktisch. Gerade für die groben Schnitzarbeiten, das Ding unten anspitzen oder so, funktioniert natürlich mit einem Beil, mit einer Axt besser als mit einem Messer. Und genau damit werden wir jetzt auch mal anfangen. Ich beginne damit, dass ich, wie gesagt, hier unten erstmal die Rinde so weit entferne, dass ich eine Spitze mir erarbeiten kann, und sobald ich die Spitze habe, geht es auch schon am oberen Teil weiter. Ihr braucht die Rinde nicht abschälen, kann man machen für die Optik, wenn man das möchte, ist aber von der Funktionalität her nicht notwendig. Ja? Bitte achtet darauf, dass sowohl euer Beil als auch euer Messer so scharf wie möglich sind. Es gibt bei Schnitzarbeit nichts Gefährlicheres als eine stumpfe Klinge.
kommt mit dieser Art von Zeltheringen natürlich nicht in jedes Terrain rein. Jetzt eine relativ weiche Wiese, so wie es bei mir der Fall ist, die entsprechend noch Feuchtigkeit aufweist, da sind die sehr unproblematisch. In einem harten Steinboden werden die euch nicht viel dienen. So. Das da reicht auch schon so, ja, von der Spitze her. Dann kann unser Beil weg und wir arbeiten weiter mit unserem Messer. Wie gesagt, ihr könnt die Rinde abschälen, wenn ihr wollt. Zum Zeigen lasse ich es jetzt hier einfach mal dran. Jetzt könntet ihr diesen selbstgeschnitzten Hering eigentlich so schon benutzen, indem ihr einfach ihn in die Erde rammt und hier diesen Astansatz nehmt als Sicherung für eure Schlaufe am Zelt. Aber ich werde jetzt hier noch die Kerbe ein bisschen ausarbeiten, dass die ein bisschen schärfer ist und besser greift und nicht einfach nach oben wegrutschen kann. Dafür einfach zum Ast hin oder vom Ast weg eine Kerbe schneiden, schnitzen, dass hier diese Rundung rausfällt und man da wirklich mehr Widerstand hat. Das reicht schon, dadurch habe ich jetzt hier eben im Profil ein bisschen schärferen Winkel, den ich benutzen kann. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, so einen Ast nicht habt, das zeige ich euch jetzt mal auf der Gegenseite, hier, der würde euch nicht viel nutzen, dann fangt ihr damit an, euch auch so eine Kerbe einfach zu schnitzen. Und zwar müsst ihr da von oben erstmal ein bisschen nach unten arbeiten, dass ihr hier in den Ast reinkommt an der Stelle, ihr euch diesen Absatz bastelt, schafft und dann von unten zu diesem Absatz hin das Ganze schält, schnitzt. Ich mache es jetzt nicht fertig, sonst mache ich mir den zu dünn. Aber um euch das zu zeigen, reicht das jetzt aus. So. Und dann habe ich hier mir meine kleine Kerbe geschaffen, die dann auch greifen kann. Das sieht dann ähnlich aus wie bei diesem Modell. So, unser Hering ist fertig. Dass das Ganze auch funktioniert, das zeige ich euch jetzt als nächstes. Komm mit. So, wir haben hier unsere Zeltschlaufe, unseren gerade geschnitzten Zelthering und unser Wildwest Multitool. Und jetzt braucht ihr ihn einfach nur mit dieser Kerbe eben auf die Schlaufe zu setzen. Und dann hält das Ganze auch einigermaßen gut. Wenn ihr ihn schräg ansetzt im Boden, hält das Ganze sogar noch besser. So, ja, und damit ist euer Zelt erstmal gesichert. Ist natürlich nicht ganz so fest wie eine Stahlkonstruktion, aber ist wie gesagt eine authentische Version. Und vorher war an der Stelle dieser Zeltnagel drin. Ihr seht, der ist doppelt so lang. Und wenn ich den da jetzt wieder reinsetze, habe ich damit auch ein paar Probleme, den wieder rauszukriegen, weil der eben schon sehr fest saß. Also je länger die sind, desto besser halten die natürlich auch. Ja, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass man mit dieser Art von Hering sein Zelt auch befestigen kann. Es ist natürlich kein professionell gefertigter Edelstahl- oder Schmiedestahlhering und der wird entsprechend auch nicht so belastbar sein und nicht so lange durchhalten wie so ein Stahlhering. Aber gerade wenn ihr einen Soldaten darstellen wollt, ist das eigentlich der Zelthering eurer Wahl, weil es die authentischste Art und Weise ist, ein Zelt am Boden zu befestigen. Und ihr könnt ihn selber machen und ihr könnt euch davon so viele machen, wie ihr wollt. Und im Prinzip das Ganze, wie gesagt, für umsonst. Ich für meinen Teil werde mir jetzt hier noch die Rinde entfernen, damit ich den ein bisschen schöner aussehen lassen kann. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut and so long.